Oh, oh, oh. Und da erwischt er uns. Wir wechseln auf zwei Hand. Nein! Ein HP. Ich dachte, ich würde ihn noch töten. Yo, Leute. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Wir haben als letztes das Gemälde, die Gemäldelandschaft gemacht, haben uns damit die Essenz, die Seele von dem Boss bekommen, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, haben eine Peitsche, ihr könnt irgendeine beliebige Peitsche nehmen, könnt die auf plus 10 machen und dann könnt ihr die gegen die, mit dieser Essenz gegen eine Life Leech Sense eintauschen. Das ist ein Special Item, das ist die wir hier gerade haben, so ein mega fettes Teil. Und die hat einen kleinen Special-Effekt. Moment, entfachen wollen wir einmal machen. Die hat den Special-Effekt, jedes Mal, wenn die einen Gegner zuschlägt, dann stackt die sozusagen eine Blutung hoch. Und bei 5 Blutungen macht die instant, ich glaube, wie viel? 800 Schaden. Das ist auch im PvP, ist das mega viel. Jetzt haben wir das gemacht. Und heute haben wir uns vorgenommen, auf jeden Fall die Feuerwelt hier zu machen. Wir sind also wieder bei in der Nähe von... bei der Hexe Quelak, die kennt ihr noch bestimmt. Aber ganz am Anfang gemacht, dass diese Spinne, wo Perry mal Angst hat. Matze hat es auch wieder dabei. Hallo Matze. Hallo. So, ich glaube, ich mache die erstmal alleine. Hier dieses Lava-Dämon. Weil das ist ja noch ziemlich einfach. Mhm. Und danach kann ich dich eigentlich holen, weil danach fängt das schon an, schwer zu werden. Weil dann kommen auch diese starken Viecher. Und ihr erinnert euch... Ah, das sage ich noch nicht. Das zeige ich euch gleich. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch an die ersten Viecher, die... beziehungsweise den allerersten Boss eigentlich jetzt außerhalb des Tutorials. Und ihr werdet euch gleich wundern, was passiert. So. Hier sind wir jetzt sozusagen in dieser Lava-Welt. Wir sehen, da unten ist Lava. Und das sieht so aus, als ob es da weitergehen würde. Aber diese Lava, die ist einfach zu hoch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir diese Lava irgendwie entfernen können. Deswegen schauen wir mal. Und, oh, da ist schon so ein... Ja, was ist das? Ich weiß es nicht. Sieht aber aus wie ein kleines Lava-Monster. Ist uns noch freundlich gesinnt? Wahrscheinlich sind wir zu klein, das erkennt uns einfach gar nicht. Sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Sieht gefährlich aus. Ich kann euch verraten, es ist auch gefährlich. Und hier oben haben wir meine Rüstung, die ich haben möchte. Und jetzt auf einmal ist der... Oh Gott. Ah, yo, der hat mich erwischt. Der hat mich mit Lava vollgespritzt. Aber das ist gut, das ist gut. Ihr seht schon, er ist nicht der Schnellste. Na komm. So, und jetzt können wir mal gucken. Zack, die sind sie, zack. Die macht also ordentlich Schaden, wie ihr seht. Und jetzt müsste die Blutung kommen. Hä, wieso habe ich einen Blutverlust? Wieso habe ich einen Blutverlust? Kannst du mir das mal sagen? Nee, weiß ich leider auch nicht. Hey, ich habe Blutverlust, wenn ich den schlage. Habt ihr das ja gesehen, wie viel Schaden mir das macht? Eigentlich müsste das ja auf den... Oh mein Gott. Deckt die vielleicht an die Blutung hoch? Ich ja, die steckt an mir hoch, aber eigentlich müsste die am Gegner hochstecken. Also der Boss ist nicht schwer. Ich verstehe das nicht. Hallo? Ich gebe mir jetzt nochmal einen mega dicken Hit. Was? Da ist der Boss besiegt. Die steckt an mir die Blutung hoch. Die sollte die eigentlich am Gegner hochstecken. Was soll das denn? Das könnte natürlich sein. Scheiße, nee, das kann nicht sein. Vielleicht, weil ich zu wenig Stärke oder so habe. Oder weil ich die nicht führen kann. Nee, das ist aber Quatsch. Und da sehen wir schon, die Lava trocknet langsam aus oder hat sich zurückgezogen. Wir haben Menschlichkeit bekommen. Jetzt können wir eh mal ganz schnell ein bisschen Equip austauschen. Hier haben wir nebenbei die Sensor. Moment. Oh, jetzt haben wir den Gegenstand aus dem abgelegt.
Wir möchten. Wir haben eine Silberhütte. Ja, die können wir eigentlich anlassen. Wir ziehen aber. Wollen wir es? Diese Handschuhe an. Die wollen wir haben. Diese schwarzen Goldzaum. Ich liebe dieses Equip. Weil das mega leicht ist und das gibt uns auch Feuerwiderstand. Komm, echt, die Sensoren. Kutsching! Das ist schon ordentlich. Da kann keiner was gegen sagen. Quatsching! So, die Lava ist weg. Ich glaube, wir könnten uns jetzt treffen, also. Ich habe mein Symbol schon gelegt, und zwar, wenn du zurückgehst über die Brücke. Ja. Dann direkt nach der Brücke vor dem ersten Torbogen. Okay, ich lade dich mal eben noch ein. Vielleicht hilft das nochmal wieder was. Mhm. Vor dem ersten Torbogen, also noch da oben. Also nicht auf der Seite, wo der Boss war, der erste. Ja, ja, ich weiß, wo du meinst, auf der anderen Seite. Genau. Flucht. Also bei dem Boss muss man sagen, wenn man den so macht wie ich, sozusagen, wenn man den von Anfang an macht, dann ist es einfacher. Aber wenn man dann später reingehen würde, dann ist es extrem schwer. Weil nach links kann man bei dem einfach ausweichen, aber nach rechts ist es extrem schwer auszuweichen. So, ich sehe den ersten Torbogen, aber ich sehe hier kein Zeichen. Ich könnte es noch an der Brücke legen. Ich habe mal geschaut, weiter da vorne bei diesen komischen Parasitenmenschen kann ich nicht legen. Okay. Sollen wir das unten dann legen? Können wir auch machen, ja. Okay, ich sehe gerade, egal wen ich schlage, ich bekomme die Blutung und das ist ein bisschen blöd. Dann werde ich die Waffe doch wahrscheinlich nicht. Weil ihr seht, diese kleinen Viecher sind extrem stark. Bei denen muss man aufpassen, weil die können sich, die können ein Ei einpflanzen. Aber da muss ich sagen, werde ich diese Sense nicht. Oder gibt es etwas, womit man sich immun machen kann gegen Blutungsschaden? Es gibt den. Ich weiß nicht, ob das komplett immun ist, aber du kriegst eine ziemlich hohe Resi durch das Blutschild. Blutschild? Mhm. Okay, das habe ich nicht. Na, dann muss ich eine andere Waffe aussuchen, weil. Hier, wir haben das nochmal. Gargoyle, Anzeige umschalten. Physisch 270 Schaden macht die. Physisch, ne. Sense von der reinweißen Mischwesen, welches in der gemalten Welt von Arimis gefangen ist. Selbst die Götter fürchteten Pesilas lebensfeindliche Macht. Und in den Händen eines Sterblichen würde sich die Macht gegen ihn wenden. Ja, super. Oh mein Gott, muss ich untot dafür sein? Weil ich ja als Mensch zur Zeit laufe. Wie gesagt, ich habe die Waffe leider noch nie gehabt, also. Dann haben wir uns auch den Manus-Beschleuniger gemacht. Den haben wir uns einfach gemacht. Da braucht man einfach nur einen normalen Beschleuniger und die Manus-Seele. Und dann hat man Manus-Beschleuniger plus 5. So, welche Waffe nehmen wir denn dann wieder? Dann müssen wir das Blitz-Ishigatane plus 3 nehmen. Könnte ich, glaube ich, wieder upgraden. Schade, dann brauche ich vielleicht doch eine andere Waffe. Ich hätte gern so einen Claymore. Und das kannst du dir auf demselben Weg holen, wie du dir auch den Ring holen kannst, mit dem du dein Rollverhalten änderst. Okay. Wo bist du denn? Ich bin jetzt unten an der Lava, sozusagen. Ich bin auf dem Lavasee, da wo das Lava verschwunden ist, da kann ich nirgends legen. Okay, dann geh mal weiter Richtung Boss, da kommt ja diese eine, dieser mit den zwei Waffen, den ich extrem schwer finde, weil der so schnell zuschlägt. Zack. Wir haben aber getötet. Boah, den fand ich beim ersten Mal mega schwer. Weil der extrem schnell ist normalerweise. So, jetzt. Genau, dann geht's weiter Richtung dem nächsten Boss. Weißt du, wo ich meine? Da, wo diese Lava aufhört und diese. Ja, diese. Der erste Gang anfängt, so auf dieser Klippe, weißt du? Mhm. Da stehe ich an den Säulen. Da am besten in die Mitte legen, gucken, ob es geht. Jo. Oh, ich hab's gerade eine Sekunde lang gesehen. Meins war noch nicht. Meins liegt jetzt kurz vor dem, wo an der Seite so ein kleines Loch ist. Ja, genau, da habe ich das ganz kurz eine Sekunde lang gesehen.
Sonst kannst du hier mal weitergehen, was haben wir dann? Obwohl, nee, da ist nix. Aber bisher sehe ich hier noch nichts, das ist natürlich wieder ein bisschen blöd. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach weiter und dann legen wir das immer wieder. Okay. Du wirst hier gleich wieder invasiert, wollte ich dir nur eine kleine Vorwarnung geben. Dann lass uns mal weitergehen, pass auf, wir gehen mal weiter. Dann kommen diese großen Seitengänge, weißt du? Ja. Theoretisch könnte man da eigentlich runterspringen. Ritter Kirk hat mich invasiert. Genau. Der kam von hinten, ich glaube, das habe ich gehört. Ja, da kommt der. Oh, der ist schnell und der spielt wieder mit Blutung. Einfach mal blocken und gegenschlagen. Zack, 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 zack. Da ist er tot. Ritter Kirk wurde besiegt. Was bekommen wir? Mal schauen. Menschlichkeit erhalten. Sehr schön. Das war's. Kein Item. Schade. Pass auf, weißt du, wo man runterspringen kann? Wenn man oben nicht lang gehen kann. Lass uns da mal runterspringen. Dann kommt ja dieses dicke Steinviech so. Also dieses weiß, was ich meine. Das besiegen wir mal eben. Boah, das macht gut Schaden. Na, das wird überlebt. Oh, oh. Boah, das hat mich fast besiegt. Dann benutze ich das Lagerfeuer. Upgrade das auch gleich einmal. So. Boah, das war knapp. Er hat mich mit 3 Schlägen besiegt. Und ich habe schon echt viel HP. Seele Krieger, okay. Kannst du hier am Leuchtfeuer was setzen? Ich hab's, wenn du weiterläufst, auf dem ersten Hügel gerade gelegt. Okay, da habe ich noch nichts. Da sehe ich nichts. Kannst du das auf die große Treppe setzen, weil dann kann ich schon mal in der Zeit kämpfen. Ja, klar. Und dann kommen ja diese kleinen Viecher, weißt du? Warte, sind die... Ich habe überlegt, welche Waffe ich dann habe, aber ich habe die Sense mir immer besser vorgestellt. Also ich habe mir die andere Sense geholt. Die Nicht-Boss-Sense. Was gibt's denn noch für Bosswaffen? Ich möchte schon eine Bosswaffe haben, so eine, mit einer coolen Animation. Wo bekomme ich nochmal Artorias Waffe? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da musst du ein Schwert oder ein Großschwert auf plus 10 machen und dann mit der Seele. Aber das ist auch ein Schwert, das ich noch nie gehabt habe. Okay. Ansonsten, denn die Waffe von Kalam, wenn du seinen Schwanz abschlägst, ist auch ziemlich nett. Brauchst du aber ziemlich viel Stärke, glaube ich. Das ist ein Großschwert. Okay. Wo bist du denn hier? Ich bin am oberen Teil der Treppe, habe ich es gerade gelegt gehabt. Okay, da sehe ich nichts. Kannst du mich nochmal einladen, weil dann ich lade dich auch nochmal ein. Ja, mach ich sofort. Das ist ja immer so eine Sache hier mit zum Spiel einladen. Huch. Okay, ich habe gerade leider den Großen gezogen. Ach, bist schon so weit unten? Okay. Ja, ich hab den halt mal eben so nebenbei gemacht. Ja, ich hab den auch gezogen. Wenn ihr euch erinnert, das war der allererste Boss. Oh, das war knapp. Zack, und da ist er down. Das war der allererste Boss auf der Brücke. Ich bin jetzt unten angekommen. Jetzt kommt hier wieder dieser Wurm, der mega gefährlich ist. Die gehen nämlich hin und machen deine Rüstung kaputt. Die spucken nicht mich mit so einer Säure an. Da muss man extrem aufpassen. Bist du dann schon weiter nach oben gegangen? Ja, ich stelle mich gerade vor den nächsten Boss quasi. Okay. Ich glaube, ich müsste das gewesen sein.
So, die Frage ist, welche. Was passiert mal, wenn man dann da unten lang geht? Soll ich dich da spoilern oder was? Ich überleg dort. Also, es ist nicht wirklich so spektakulär, aber. Das ist halt ein Shortcut. Aber also, den kannst du eigentlich nur von der anderen Seite freischalten. Okay, ja, dann brauchen wir den ja nicht. Ich glaube, da kam ein ziemlich böser Boss. Das war der mit dem, wo überall Äste sind, die im Weg sind, ne? Also, ich sehe dich hier noch nicht, muss ich sagen. Okay. Einfach immer jede 10 Sekunden neu setzen. Mich vielleicht nochmal ins Spiel einladen. Ich habe schon versucht, aber ich habe immer noch deine Einladung, die ich nicht wegklicken kann, quasi. Okay. Ansonsten weiß ich nicht, ob du versuchen willst, das einfach alleine zu machen. Ist das schon sofort der Boss? Jetzt, das ist einer der Zwischenbosse. Also es gibt hier, glaube ich, 3 Bosse insgesamt oder 4. Es gibt einen Boss, gegen den ich echte Probleme habe. Aber ich mach mal gegen den. Ich guck mir dann den mal an. Dann muss ich nicht so viel schneiden. Ach ja, genau, den meinte ich. Oh Gott, der ist echt böse. Nein. Bitte nicht. Was? Jetzt fliegt er nach unten. Das Problem an dem Boss ist, meiner Meinung nach, ihr seht überall diese Bäume, die der gerade kaputt gemacht hat. Und die machen mir echt Probleme, weil die blocken mich. So, jetzt kommt er wieder angestürmt. Na, die Attacken sind nur gefährlich, wenn man in der Nähe ist. Eigentlich muss er dir jetzt anstürmen. Oh, und da hat er mich erwischt. So blöd von mir. Worauf ihr aufpassen müsst, ist. Er darf euch nicht in eine Ecke drängen. Weil, wenn er euch ein. Oh Gott, ich weiche zu früh aus. Weil diese Attacke ist gefährlich, wenn er euch einmal in eine Ecke gedrängt hat. Oh, da bin ich schon gut ausgestattet. Aber genau jetzt habe ich das Problem. Ich komme nicht mehr weg von dem. Und jetzt kann er mich mit diesen Zauberattacken. Kann er mich gut Schaden. Kann er mir gut Schaden zufügen. Jetzt habe ich den. Konnte den wieder dreimal zu holen. Jetzt fliegt er hoch. Das ist ungefährlich. Kann mich ihn tatsächlich wieder einmal heilen. Jetzt macht er wieder so eine. Das ist wieder so eine AOE-Attacke. Da muss man aufpassen. Da haut er immer zweimal zu. Und mehr kann er eigentlich auch nicht. Also es ist genau wie der Boss. Die Attacke ist gefährlich. Weil das diese. Sie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt macht er wieder so eine Attacke. Das sind so Schall. Wie nennt man das so? Ach, Kacke, jetzt bin ich fast tot. Oh Gott. Jetzt bin ich wirklich fast tot. Das könnte. Den. Ja, das war mein Tod. Das war das Problem. Wenn ihr euch einmal in so eine Ecke drängt wie gerade, dann sieht es schlecht aus. Dann sieht es wirklich schlecht aus. Weil dann könnt ihr diesen Schallattacken von denen nicht entkommen. Sie müssen immer versuchen, in der Mitte zu kämpfen. Was ich gerade nicht geschafft habe. Ob ich vielleicht meine Waffe verstärken kann. Aber geht nicht. Grauer Brocken fehlt mir nur einer. Ich dann mehr Schaden mache. Ich laufe nochmal durch, Matze. Du kannst mal gucken. Vor dem Boss kannst du noch eine setzen. Mhm. Der Boss selber ist nicht schwer. Das ist genauso derselbe, der im Tutorial-Gebiet war, den wir schon zweimal getötet haben. Der ist wirklich nicht schwer. Man muss nur aufpassen, der ist halt gefährlich in diesen Schallwellen. Sobald der einen einmal in der Ecke eingeschlossen hat, dann war es das eigentlich. Muss auf den aufpassen. Den springen wir einfach vorbei. Da war diese Säule, die Waffe instant kaputt macht. Wow. Das Labor gibt ein Blick bisschen bei mir. Ich sehe dich wieder nicht, dann gehe ich einfach rein, weil ich habe die ganzen Viecher. Ja. Zack, zack, zack.
Am besten ist halt immer wegzugehen, dass er anstimmt und dann vorzulaufen. Oh Gott. So, hier macht er zwei Attacken. Und jetzt habe ich ein kleines Problem, weil ich von ihm nicht wegkomme. Ich hoffe, das reicht. Ich muss einmal an dem vorbei. Okay, das war gut gemacht von mir. Hat nämlich seinen Schall ausgelöst. Das war schlecht gemacht von mir. Ich muss zur Seite ausweichen. Schnell weg. Schall wollen wir nicht. Jetzt kommt wieder der Schall. Und der ist gefährlich. Schön ausgewichen. Und jetzt wieder 1, 2, 3. Und jetzt jumpt er wieder in die Luft. Genau. Jetzt können wir uns einmal heilen. Also er ist einfach zu lesen, der Boss. Jetzt kommt wieder eine AOE-Attacke. Am besten ist wirklich, ihr müsst ihn auf Distanz halten, dass er anfängt mit diesen Reichweite-Attacken. Dann könnt ihr zack und viermal, sogar fünfmal hauen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich noch schaffe auszuweichen. Oh ja, habe ich noch geschafft. Sehr schön. Na komm, und noch einmal. Oh, das war knapp. Diese Stampfattacke ist auch sehr gefährlich. Die löst auch natürlich. Oh jo. Die hat gesessen. Oh. Schon wieder so eine Schallattacke. Wie gesagt, auf die Schallattacken extrem aufpassen. Das war dumm. Ich dachte, ich kann unter den durch die Füße durch. Und jetzt wird es gefährlich. Wenn er jetzt noch eine Schallattacke macht. Jetzt kann ich zweimal trinken. Boah, das war Glück. Schnell weg. Er macht wieder eine Schallattacke. Aber ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Eieiei. Komm, 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 komm. Noch eine Schallattacke. Brauchen wir nicht. Wir müssen den auf Distanz zwingen, dass der angreift. Genau so. Genau so. Na, noch einmal. Nee. Schallattacke wollen wir nicht. Macht uns trotzdem Schaden. Obwohl es so weit weg war. Und jetzt haben wir den. Jetzt haben wir den. Oh, oh, oh. Und da erwischt er uns. Wir wechseln auf zwei Hand. Nein! Ein HP. Ich dachte, ich würde ihn noch töten. Aber er ist in die Luft geflogen. Oh mein Gott. Das ist eigentlich mega einfach und ich schaffe den nicht, ne? Muss ja vorstellen, der hatte ein HP. Ich habe sogar auf zwei Handwaffe gewechselt, weil ich wollte den... Also der hatte zwei HP sozusagen, ne? Und ich dachte, mit der einen, wenn ich so auf zwei Handwaffe mache, dann mache ich ja mehr Schaden. Dass ich den dann sofort töten würde. Weil ich hätte nur weglaufen können, hätte ich das überlebt, aber... Ah, je, das ist das Spiel. Ich schau mal wieder, ob ich dich sehe. Menschlichkeit ist aktiviert. Also ich stelle mich jetzt nur dumm an bei dem Boss. Ich weiß gar nicht. Ich finde ihn nicht so stark. Das Gefährlichste an dem ist wirklich nur, dass er dich in eine Ecke drängt. So. Bei dem... Der hüpft an uns vorbei. An den zwei laufen auch einfach vorbei. Die spucken ein bisschen Feuer. Dein Zeichen sehe ich leider wieder nicht. Hm. Anscheinend haben wir wieder so einen scheiß Server erwischt. Wir haben alle Seelen verloren, die wir hatten. Ist aber nicht schlimm, weil so viele waren das gar nicht. Was man jetzt heilen würde. So, da springt er weg. Jetzt macht er die Attacke. Oh. Ich wollte ausweichen. Ich bin nach vorne gejumpt eigentlich. Zack. Und da ist wieder das Gefährliche. Diese Bäume, die blockieren einen die ganze Zeit. Wir können uns einmal heilen. Na, springt er uns an. Ne, er macht seine AOE-Attacken. Das ist gefährlich, wenn der auf einen zuläuft und die AOE-Attacken macht. Das muss man forcen, genau das, was wir gerade gemacht haben. Auf zwei Handwaffe gewechselt und jetzt zack, zack. Da habt ihr gesehen, schon 1000 Schaden gemacht mit nur 3 Hits. So, und jetzt wieder 1 und 2 und 3 und 4. Ich mach 250 Schaden. Ich glaube, ich mache sogar Blutungsschaden, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Das war unlogisch. Ich hab. Jawohl, da haben wir den besiegt, ohne ein HP zu bekommen. Habt ihr das gesehen? Ich hab
Ich bin nach vorne ausgewichen, hab aber gleichzeitig mein Schild gedrückt gehabt und hab den mit dem Schild geblockt. Dämonenbeschleuniger mal bekommen. Ist eine sehr starke Magiewaffe. Also für Magier braucht man, um zaubern zu können. So wie ich einen Handschuh brauche. Jetzt muss ich überlegen. War oben oder unten der Wegpunkt? Oben ist der Shortcut. Okay. Naja, dann gehen wir. Oh Gott, ich bin fast unten gefallen. Wir spielen hier einfach mal mit einer Zweihandwaffe, weil wir brauchen hier gar kein Schild. Feuer können wir eh nicht blocken, daher bringt uns das nichts. Man kann zwar den Schaden ein bisschen verringern, aber wofür, wenn wir mehr Schaden machen können? Manchmal ist auch Angriff die beste Waffe. Oh Gott. Okay. Hier nehmen wir das Schild mit, weil hier haben wir eine andere Attack-Animation. Und zwar haben wir hier mehr Reichweite, weil wir so zack, zack, zack. 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 Okay, die haben wir geholt. Seele Ritter haben wir bekommen. Was ist denn hier für ein Shortcut nochmal? Wo führt der hin? Hier ist ein Aufzug, das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht, wo führt der nochmal hin? Wir gucken es einfach mal. Jo Leute, danke erstmal, dass ihr bis hierhin zu Ende geschaut habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt nochmal eins der letzten Daisy Mod Videos. Das ist das Livestream Event, was wir mit Captain Skuma zusammen gemacht haben. Und unten habt ihr die letzte Dark Souls Folge. Haut raus!